Herzlich willkommen aus dem Wald zum 23. Flottendreier mittlerweile. Die kleine Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit knackig vorstelle. Also nicht lang schlacken, einfach machen. Als erstes schauen wir uns einen Mini-Pouch bzw. eine taktische Molle-Gürtelholster von Montegris an. Das gute Stück ist eine kleine Aufbewahrungsort für fummelige Ausrüstung, die flexibel angebracht werden soll. Das Holster kostet knapp 18,99 € und besteht komplett aus Nylon. Der Preis bezieht sich natürlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. In der Größe haben wir 5x13 cm und ist somit auch als Magazintasche für Airsoft-Freunde geeignet. Geradezu prädestiniert, möchte ich sagen. Aber auch eine Taschenlampe, ein Klappmesser und ähnliches finden darin super Platz. Bestückt mit mehreren Klettverschlüssen könnt ihr die Tasche seitlich oder hochkant an einem Gürtel anbringen oder mit Karabiner hängend befestigen. Es bietet sich an, diese Tasche mit einer Messerscheide zu verbinden, um so eine Art Survival-Messer-Kit zu erschaffen. Praktisch und immer dabei. Aber auch als Kombination aus Taschenlampe, Stift, Taschentuch für die Arbeit immer wieder praktisch. Als zweites schauen wir uns einen Klassiker der Outdoor-Küche an, die klassische Edelstahl-Tatonka-Bowl zum Kochen für etwa 14 Euro. Eigentlich ist dieses kleine Ding nichts Besonderes auf den ersten Blick, nur eine kleine Schüssel aus Edelstahl mit einem Griff. Aber die Größe in Kombination mit der Wölbung und der Verarbeitungsqualität des Edelstahls sind etwas, das mir immer wieder beim Kochen draußen Freude bereitet. Die Schüssel ist 5 cm x 18 cm im Durchmesser. Somit ist sie zu klein für eine komplette Ravioli-Dose, aber perfekt für Rührei, Würste, ein Stück Fleisch oder eine Portion Spätzle. Durch die etwas höhere Wölbung schwappt auch nicht so viel über und die Schüssel kann auch mal etwas schräger auf den Kocher stehen. Sie wiegt etwa 165 Gramm laut Hersteller und ist ein kleines, tolles Ding für draußen, zumindest in meinem Rucksack. Als letztes für das heutige Video schauen wir uns mal wieder einen kleinen Gebrauchsgegenstand von der Bundeswehr an. Aber es muss nicht aus dem militärischen Bereich sein, es gibt Alternativen, die du ebenfalls unter den Links in der Videobeschreibung findest. Das Nähset der Bundeswehr für etwa 10 Euro. Die Tasche, aus dem Nähset besteht, ist Baumwollstoff und hat die Größe 13,7 x 8 cm. Enthalten sind normalerweise verschiedene Nadeln zum Nähen, ein Fingerhut, Schere, Faden, Sicherheitsnadeln, natürlich zum schnellen Notflicken, dazu noch etwas Stopfgarn und Ersatzknöpfe. Dieses kleine Nähset ist jetzt als Ausrüstungsgegenstand kein unendlicher Quell der Freude, wie es vielleicht ein großes, gutes Messer tut, aber immer wieder muss ein Knopf neu angenäht werden oder es löst sich hier und da eine Naht. Und diese Probleme leicht, einfach und günstig lösen zu können, erfüllt mich dann doch mit Freude. Die zivilen Varianten haben da einfach nicht den Charme wie das Bundeswehr-Set. Außerdem sind sie meist ausufernd gestaltend. Vergleiche gerne selber, was dir gefällt, durch die Links in der Videobeschreibung. Das war's auch schon mit dem 23. Flottendreier. Dreimal günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorgestellt. Manchmal mache ich zu den einzelnen Ausrüstungsgegenständen auch nochmal längere Reviews, wenn sich das anbietet. Schau da gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Hier im Bild findest du natürlich wie immer Vorschläge, was du sonst so anklicken kannst. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.